Hallo, ich bin Julian. Wow. Das fasse ich lieber nicht an. Ich bin Julian, ihr kennt mich schon. Ich bin jetzt eingesprungen mit einem Talk. Den Talk habe ich vor 2 Wochen beim London PM Tech Meeting gehalten. Deswegen hat er auch so einen verrückten Titel. Der Rick Deller, der mir auch den Job beschafft hat bei WCN, wir stellen übrigens Entwickler ein und auch Junior-Entwickler, falls jemand von mir ausgebildet werden möchte. Der Rick Deller hat mich gefragt, hey, du kommst ja zum ersten Mal, möchtest du nicht einen Vortrag halten? Und ich habe dann geantwortet, ja, hier sind so ein paar Vorschläge, entweder das oder das oder das, so eine Liste. Und weil Rick ein guter Recruiter ist, hat er einfach eins davon kopiert und in den Zeitplan geschrieben. Und deswegen ist auch das Komma da hinten noch mit dran. Das ist also aus meiner Aufzählung von möglichen Themen, über die ich sprechen könnte. Gute Recruiter machen das so. Vielen Dank, Rick. Es geht um Testing mit Datenbanken. Wir gehen davon aus, dass wir eine Codebasis haben. In unserem Fall jetzt gleich wird es eine sehr kleine, sehr nutzlose Applikation sein. Die hat eine MySQL oder eine SQLite-Datenbank. Wir machen das jetzt hier mit SQLite. Das geht aber auch mit Postgres und mit MySQL genauso. Ich habe jetzt Modulistus benutzt. Letzten Endes ist es aber egal. Und es gibt schon relativ viele Tests. Aber die Tests sind nicht wirklich mit ihrer eigenen Datenbank, sondern in dem echten Fall, dem ich begegnet bin, war das so, dass die Unit-Tests, die eine zweite Instanz neben der Produktivdatenbank benutzt haben, irgendwo auf einem Remote-Host. Und ja, damit musste man dann leben. Das ist dann natürlich langsam und unflexibel. Ja, man hat halt Probleme, dass da können immer wieder Dinge auftreten, die nicht ganz so schön sind. Wenn man irgendwie die Tests abbricht mittendrin, weil man merkt, oh, ich habe was vergessen, oder die stürzen ab, weil irgendwo ein Syntax-Error drin ist, dann bleibt die Datenbank in einem Zustand, der vielleicht nicht so hilfreich ist. Wenn man in mehr als einem Entwickler da gleichzeitig dran arbeitet, dann überschneidet man sich und so. Und ja, versucht mal an sowas zu arbeiten, während man im ICE sitzt. Das ist dann immer blöd, weil kein Internet und ja, dann halt nicht. Genau. So sieht unsere Applikation jetzt aus. Das ist Mojolite. Die hat die hat eine Route, die zeigt einen Text an. Also der Sinn der Applikation ist, die letzte Nachricht aus der Datenbank zu holen und anzuzeigen. Immer die aktuellste. Ja, ist relativ simpler Code. Dann gibt es da den Helper für die Datenbank, der connected DBAX Class, fertig, ist relativ simpel. Und dann gibt es noch eine Route, um eine Nachricht hinzuzufügen. Das ist auch ganz simpel. Da kann man halt eine Nachricht per GET in dem Fall, weil ich das im Browser leichter zeigen kann, ich weiß, das ist falsch, einfach hinzufügen und dann, ab dann wird die angezeigt. So, genau, also es zeigt immer die letzte Nachricht an und man kann eine Nachricht hinzufügen. Das probieren wir jetzt mal aus. Hier ist Hello World. Okay, sehr schön, das funktioniert. Das war die letzte Nachricht. Und wenn ich jetzt hier sage Add Foo, dann zeigt er Foo an. Okay, das funktioniert. Und jetzt hoffe ich, dass ich weiß, was als nächstes kommt. Das war die Live-Demo, genau. Und wenn ich jetzt Tests ausführe, dann funktionieren die vielleicht. Ich mache mal kurz so. Proof. Ja, die sind grün. Hurra, ich habe die Tests ausgeführt. Aber wenn ich sie nochmal ausführe, dann wird das rot. Hoch. Woran liegt das denn? Das liegt daran, dass hier will ich hin. Er jetzt hier immer noch Foo anzeigt und der Test erwartet, dass da Hello World steht. Weil ich die Produktivdatenbank geändert habe, das ist ja blöd. Und die nicht zurückgesetzt habe. Das ist ja jetzt irgendwie nicht so gut. Was mache ich denn jetzt? Wo ist mein Talk? Hier. Ja, wir haben also die Produktivdaten geändert mit dem Test. Das ist nicht so praktisch. Deswegen gucken wir uns jetzt an, wie wir das beheben können. Als erstes machen wir die Datenbank in der Applikation konfigurierbar. Ne? Also aktuell steht da einfach fix der Name der SQLite-Datei drin. Und das ersetzen wir jetzt durch eine Konfigurationsdatei. Ne? Mojo können wir dem Helper einfach beibringen, dass er das aus der Config rausnimmt. Ne? Also wir sagen, connecte das nicht mehr nicht mehr mit statischen Strings, sondern lad das mal hier aus diesem Config-Hash
und da gibt es das Config-Plugin, das funktioniert einfach, der nimmt sich einfach eine Config-Datei, die Config-Datei ist eine Perl-Datenstruktur, also eine Textdatei mit einer Perl-Datenstruktur drin und dann funktioniert es, so sieht die aus, da stehen halt DSN, Username und Passwort drin und danach funktioniert die App noch genau wie vorher, also es ist eigentlich sinnvoll, das so zu machen und es ist ein Wunder, dass das nicht vorher so ist, ja, aber manchmal ist das halt so. So, dann wollen wir aber für unsere Unit-Tests, müssen wir das ja dann irgendwie benutzen. Das heißt, wir machen jetzt eine temporäre Config-Datei. Ich löse das so, indem ich das Proof-Utility nehme, das ist eigentlich das Modul AppProof, und davon eine Subklasse erzeuge, beziehungsweise ein Skript schreibe, was das benutzt. Es geht beides. Hier machen wir jetzt ein Skript, was irgendwie MyProof oder so heißt, das lädt AppProof, tut irgendwelche Dinge und führt dann Proof aus mit den Argumenten. Also das, was wir jetzt sehen, ist im Prinzip, was in dem Bin Proof drin steht. Ja, dann erzeugen wir eine temporäre Datenbank. Dafür ist TestDBX Class ganz praktisch. Da kann ich sagen, hier ist meine Schema-Klasse und hier sind meine Connect-Infos, eine DSN, Username und Passwort. Das ist SQLite, da brauchen wir keinen Username und kein Passwort. Und wir haben jetzt hier diese unittest.db. Und dann müssen wir noch Fixtures einfügen. Das können wir machen, indem wir diese ResultSet-Methode, die kommt von TestDBX-Class, die nehmen und in unserer einzigen Tabelle einfach was einfügen, nämlich einen Datensatz mit Hello World. Das ist das, was der Test erwartet. Und dann funktioniert es, weil das TestDBX-Class im Hintergrund jetzt diese SQL-Datenbank anlegt, das Schema, das DBX-Class-Schema lädt, das da rein deployt. Also die ganzen Create-Statements ausführt und dann ist die Datenbank da. Und er ist auch klug genug, die hinterher wieder wegzuräumen. Dann brauche ich nur noch den Config-Hash. Jetzt kann ich mir mit dem Schema-Keyword über Storage und so die Sachen aus DBX rausziehen, die in den Config-Hash packen. Ne, einfache Perl-Datenstruktur. Und das dann in eine temporäre Datei schreiben. Und dafür nehme ich File-Temp und Data-Dump. Dann kriege ich halt so eine Perl-Datenstruktur rausgedumpt, die schreibe ich in die Temp-File und dann muss ich die nur noch benutzen. In Mojo kann ich vorgaukeln, wo die Config-Datei liegt, indem ich die Mojo-Config in Umgebungsvariable setze, das ist dann der Pfad von der Datei und ja, dann funktioniert's. Live-Demo. Live-Demos always fail. Jetzt müssen wir zunächst mal das Verzeichnis wechseln. So, gucken wir mal, ob die Anwendung noch funktioniert. Unit-Test, das sollte nicht der Fall sein. Live-Demos always fail. Das liegt daran, dass ich die Datenbank noch nicht neu erzeugt habe, glaube ich. Schauen wir mal. Hello World. So. Und dann können wir hier add foo. Jetzt haben wir foo. Add bar. War okay, vertippt, egal. So, und rot. Warum? Live-Demos always fail. Warum funktioniert das nicht? Ah, das hat schon mal funktioniert. Oder? It works on my machine. It worked on my other machine. Danke. Den gleichen Fehler habe ich in London auch gemacht. Da war es, glaube ich, Ilmarie, der mich korrigiert hat. Bin myproof-lt. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank. Das war natürlich geplant. Jetzt funktioniert es. Und jetzt zur Kontrolle. Warum steht hier? Oh, weil ich den falschen Proof ausgeführt habe. Also nochmal bin createDB. Was? Wenn du das Proof ausgeführt hast, hat dein Test-Skript wieder in die Live-Datenbank getestet. Du musst in die. Ja, das. Ich muss den Server neu starten, genau, weil die. Ich muss den Server neu starten. Das müsste es. Nein, muss ich nicht. Habe ich doch gerade. Ich bin schwer verwirrt gerade. Wir haben es kaputt gemacht, das ist schade. Naja, aber es funktionierte schon mal. Das ist ja. Eigentlich bin ich im richtigen Verzeichnis. Ja.
Hier bin ich auch im richtigen. Bin ich hier im richtigen Verzeichnis? Oh, jetzt habe ich die. Oh, ha, ich habe nicht die Anwendung neu gestartet, sondern die Präsentation. das kann natürlich nichts werden. Entschuldigung. So, Hello World, yay! Und jetzt nochmal. My Proof. Tests sind grün. Immer noch Hello World. Das funktioniert nicht, weil ich Add vergessen habe. Add Foo. So. Nochmal die Unit-Tests. Grün. Falsche Richtung. Immer noch Foo. Yay, es funktioniert. Hurra. Also, wenn man die richtigen Sachen ausführt, dann sehen wir auch gleich schon eines der Probleme. Aber davon erzähle ich gleich. Also mit Mojo haben wir jetzt halt, dass in jedem .t-File starten wir immer eine neue App mit Mojo, für gewöhnlich, wenn ich Mojo User Agent, Test Mojo benutze. Da haben wir ja gestern von Curtis schon drüber gehört, wenn ich alles in einer Datei habe, ist das Ganze sinnvoller, weil ich weniger Startup-Zeit brauche. Aber das Ganze hier funktioniert auch, wenn ich viele T-Dateien habe, weil ich das ja außenrum anlege, die Datenbank. Ne? Das Proof Utility erzeugt meine Datenbank und alle Instanzen von der Mojo-App benutzen das dann. Und ich kann mir auch mit t-app-db das Datenbankschema-Objekt holen, also wenn mein Helper db heißt natürlich, und darauf dann Sachen ausführen, rumtesten und so. Mit Catalyst geht das auch, da kann man das über eine Umgebungsvariable machen, da gibt es die local-config, der Name der App, config-local-suffix, da kann ich das Suffix dranhängen und dann muss ich in meiner Config-Datei eben irgendwie _local oder _unit-tests machen. Und mit Catalyst-Plugin-Config-Loader, da gibt es Umgebungsvariablen-Platzhalter, sodass ich in die Konfigurationsdatei dieses komische env-Konstrukt reinschreiben kann und dann zieht er sich aus Umgebungsvariablen Werte raus. Das heißt, ich habe sogar zwei Möglichkeiten, das zu setzen. In Dancer geht das auch über Umgebungsvariablen, da kann ich entweder das Environment beeinflussen und lege dann halt eine Environment-Datei an, temporär, oder ich ändere den Konfigurationsfolder, sodass ich einen komplett neuen Ordner mit anderer Config-Datei anlege, oder ich ändere den Umgebungsfolder. Das geht eigentlich alles. Außerdem könnte ich auch noch in meiner Proof-RC sagen, wenn du Unit-Tests ausführst, nimmst du bitte hier eine andere Umgebungsvariable und dann macht Proof das automatisch. Ja, wenn ich das jetzt erweitern will, dann kann ich natürlich noch beliebige Fixture-Module nehmen, irgendwie DBIX Easy Fixtures gibt es da zum Beispiel, oder ich nehme das Test DBIX Class direkt, oder ich mache irgendwas anderes. Er bringt MySQL und Postgres Spawning automatisch mit, indem er dann Test MySQL, also Test MySQLD oder Test PostgresQL benutzt. Oder ich roll mein eigenes und benutze direkt und habe halt vielleicht gar keinen DBIX Class, sondern deploy da direkt irgendwie MySQL rein, das geht alles. Vielen Dank. Die Slides gibt es auf GitHub ohne Live-Demo. Den Code dazu gibt es auch auf GitHub. Aber es hat halt eben ein Problem. Wie gesagt, wenn ich jetzt vergesse, das richtige Programm auszuführen, dann schieße ich mir in den Fuß. Das ist der Nachteil des Ganzen. Es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten, das zu machen, aber für ein kleines Projekt finde ich das irgendwie immer recht kompakt, das so dabei zu haben. Und bisher fahre ich damit ganz gut. Dankeschön. Habt ihr Fragen? Keine Fragen? Habt ihr Korrekturen? Ja, hast du Feedback? Ja. Das, ich muss zur richtigen Slide. Das MyProof ist quasi von hier. Das ist also das Gerüst von MyProof. Das ist quasi das Gleiche, was auch Proof direkt macht, wenn du dir den Code von binProof anguckst. Und die drei Punkte sind dann zunächst mal das. Also ich lege eine neue Datei an und ich erzeuge die Datenbank und bereite die vor mit meinen Fixtures. Das ist jetzt hier dieser Platzhalter, dass ich nur eine Zeile einfüge. Und dann erzeuge ich die Konfiguration mit Hilfe des Schemas. Das habe ich verstanden. Das ist alles in dem MyProof drin und dann die Datei raus. Also der Code dafür ist in meinem GitHub zusammen mit den Slides, das kann man sich gerne angucken. Mohammed ist weg, also keine Pull-Requests. Ja, noch andere Fragen? Nicht?
Ausgezeichnet, Mittagessen, oder? Dom noch? Du kommst noch, oder? Ich nicht, ne? Nein? Nein? Kommt noch jemand dran oder können wir Mittagessen? Oh, okay. Dann ist das so. Vielen Dank fürs Zuhören.